Habt ihr schon mal was von Guyana gehört? Falls nicht, dann merkt euch diesen Namen gut, denn Guyana könnte zukünftig zum reichsten Land Lateinamerikas avancieren. Der kleine Staat an der Atlantikküste Südamerikas verspricht großes Potenzial. Und warum? Nun, das erklären wir euch in unserem heutigen Video. Aber eines sei schon mal verraten: Wenn man Öl ins Feuer gießt, dann lodern eben die Flammen. Es wird also noch ziemlich heiß werden. Aber eines nach dem anderen. Bestimmt hören viele von euch heute zum ersten Mal von Guyana. Es gehört zu den kleinsten als auch den am wenigsten bekannten Ländern auf dem amerikanischen Kontinent. Und obwohl es geografisch zu Südamerika gehört, hat es starke koloniale und sprachliche Bindungen zur englischsprachigen Karibik. Tatsächlich handelt es sich bei Guyana um das einzige englischsprachige Land in ganz Südamerika. Ich wette, auch das wussten nur die wenigsten von euch. Ein weiteres Kennzeichen des Landes ist die Armut. Hier sind die Menschen so arm, dass deswegen mehr Guyaner im Ausland leben als in Guyana selbst. Viele jener, die zurückbleiben, überleben nur, indem sie genau das tun, was auch ihre Großeltern schon taten: Reis anbauen, Holz schlagen oder Gold schürfen. Und die so ziemlich einzige Statistik, bei der Guyana in den oberen Rängen landet, betrifft die Müttersterblichkeitsrate. In ganz Nord- und Südamerika wird es dabei nur von Haiti übertroffen. Und was die restlichen Daten anbelangt, nun ja, gelinde gesagt, sind sie genauso fatal. Vor 5 Jahren lag das Pro-Kopf-Einkommen bei $8.100 pro Jahr, weniger als die Hälfte des südamerikanischen Durchschnitts. Die Arbeitslosenquote belief sich auf 15% verglichen mit den 7% in der gesamten Region. Und die Lebenserwartung betrug mickrige 69 Jahre, während der Durchschnittswert in den Nachbarländern bei 75 Jahren lag. Aber aufgepasst, denn jetzt deutet alles darauf hin, dass sich das Schicksal Guyanas komplett verändern könnte. Guyana ist auf dem Weg, ein weltweit führender Ölproduzent zu werden. 2015 entdeckte ein Konsortium unter der Leitung des US-Giganten ExxonMobil Erdöl unter den Gewässern Guyanas. Und seitdem haben ExxonMobil und seine Partner, das ebenfalls US-amerikanische Unternehmen Hess Corporation und die staatliche China National Offshore Oil Corporation, mehr als 30 verheißungsvolle Vorkommen entdeckt. Schätzungen zufolge sind es inzwischen mindestens 11 Millionen Barrel Öl, auf die sie bisher gestoßen sind. Und die Suche geht weiter. Es wird prognostiziert, dass Guyana bis zum Jahr 2030 eine Million Barrel pro Tag fördern wird. Besonders optimistische Zahlen rechnen zwischen den Jahren 2030 und 2035 sogar mit 1,5 Millionen. Damit wäre Guyana nichts Geringeres als der größte Ölproduzent der Welt, gerechnet auf den Pro-Kopf-Anteil. Sozusagen das neue Kuwait, wie viele bereits zu sagen pflegen. Meine lieben Visualpolitik-Zuschauer, die Petrodollars könnten eines der ärmsten Länder Südamerikas schnell in eines der reichsten verwandeln. Eine Erfolgsgeschichte à la vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber aufgepasst, denn Öl wird, wie es besonders bei schwachen Regierungen häufig der Fall ist, zum potenziellen Ausgangspunkt für Korruption. Und die institutionelle Stabilität ist in Guyana alles andere als gewährt. Die Frage lautet also: Werden die Petrodollars die wirtschaftliche Entwicklung Guyanas ankurbeln und Tausende von Menschen aus der Armut befreien? Oder werden sie eher in hohem Bogen aus dem Fenster geworfen oder gar gestohlen, so wie wir es schon oft gesehen haben? Heute werden wir all diesen spannenden Fragen nachgehen, und zwar gleich nach einem kurzen Werbehinweis von unserem treuen Sponsor Surfshark. Denn Surfshark VPN ist ein wirklich empfehlenswertes und sicheres VPN, welches zum Beispiel keinerlei Verbindungsdaten mitloggt. Natürlich kann ein Virtual Private Network, kurz VPN, einen nicht vor allen Gefahren schützen, die im Netz lauern. Man muss nach wie vor Umsicht walten lassen und wissen, was man tut. Aber es stellt hierfür ein Werkzeug mit gleich mehreren Vorteilen dar. Zum einen erschwert es in Kombination mit anderen Vorkehrungen, eure Aktionen im Netz nachzuverfolgen und abzuhören. Mithilfe verschiedener Sicherheitsfeatures könnt ihr zum Beispiel eure Anonymität im Netz erhöhen, zum Beispiel mit dem integrierten Clean Web, das alle Cookies und Pop-ups blockt. Weiterer Vorteil eines VPN ist, dass ihr so tun könnt, als wärt ihr an einem anderen Ort. So könnt ihr zum Beispiel auf Websites und Internetdienste zugreifen, die in dem Land, in dem ihr gerade seid, nicht verfügbar wären, ob daheim oder im Urlaub. Damit schlagt ihr Zensur und Geoblocking ein Schnippchen. Netflix und andere Streamingdienste, die ihre Inhalte nur in den USA anbieten, von Europa aus nutzen oder deutsches Internetfernsehen im Ausland gucken, mit Surfshark kein Problem. Aber das ist noch lange nicht alles. Denn mit nur einem Surfshark-Konto könnt ihr wirklich alle eure Endgeräte im VPN registrieren. Ob Handys, Notebooks oder sogar euren Smart TV. So, und wenn ihr den Rabattcode politik.de angebt, bekommt ihr von Surfshark auch noch einen Rabatt in Höhe von 83% und obendrein die ersten 3 Monate gratis dazu. Den Link zu diesem Angebot findet ihr in der Beschreibung unter
unter diesem Video. Also, nichts wie los, besorgt euch Surfshark und greift damit auch gleichzeitig uns finanziell unter die Arme. Das könnt ihr übrigens auch direkt mit Hilfe des PayPal-Spendenlinks, den ich euch ebenfalls in die Beschreibung gepackt habe. Wir sind euch für jede Unterstützung dankbar, denn damit helft ihr uns, euch in Zukunft noch mehr und noch bessere Videos zu liefern. So, und jetzt ab nach Südamerika, wo wir wie so oft mit einem schnellen Blick auf die Geschichte beginnen. Ein gespaltenes Land. Im frühen 17. Jahrhundert von den Holländern kolonisiert, wurde Guyana 1815 zur britischen Kolonie. Noch lange vor dem Öl war es damals der Zucker, der dieses Gebiet im Norden Südamerikas grundlegend veränderte. Der Bedarf an Arbeitskräften für die Zuckerrohrplantagen veranlasste die Kolonisten, tausende afrikanische Sklaven nach Guyana zu bringen. Heute machen ihre Nachkommen, die sogenannten Afro-Guyaner, rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Landes aus. Aber wie ihr natürlich wisst, kam glücklicherweise die Zeit, in der der Besitz von Sklaven verboten wurde. Im Jahr 1838 setzte das britische Empire der Sklaverei in allen seinen Herrschaftsgebieten ein endgültiges Ende. Und von woher, glaubt ihr, holte man sich die vielen billigen Arbeitskräfte, die deshalb dringend benötigt wurden? Ja genau, von Indien, dem wahren Kronjuwel des Empire. Coolies lautete der Spitzname für träge und gering qualifizierte Arbeiter, die hauptsächlich aus Indien und anderen asiatischen Ländern kamen. Die indischen Coolies wurden für Verträge von mindestens 8 Jahren angeworben und erhielten im Gegenzug Mittel für Transport und einen Lohn. Nach dieser Zeit konnte der Arbeiter wieder nach Hause zurückkehren oder sich einen anderen Job suchen. Zwischen 1838 und 1917 wanderten aufgrund des in Indien erlassenen Verbotes über die Anwerbung von Coolies mehr als 200.000 Inder nach Guyana aus. Und die Auswirkungen zeigen sich bis heute. Von den knapp 800.000 Einwohnern Guyanas stammen mehr als 40% von diesen Coolies ab. Deren Arbeit war es auch, die den Zuckerrohrplantagen zu jahrzehntelanger Prosperität verhalf. Sie werden heute noch als Indo-Guyaner bezeichnet und arbeiten mehrheitlich noch in der Landwirtschaft, bilden also sozusagen den Großteil der Landbevölkerung des Landes. Außerdem sind sie derzeit die größte ethnische Gruppe in Guyana. Mitte des 20. Jahrhunderts trat dann Chedi Jagan auf die Bildfläche. Er war es, der die Bewegung für die Unabhängigkeit Guyanas anführte. Kleiner Funfact am Rande, nach ihm ist übrigens auch der wichtigste Flughafen in der Region benannt. Gegen die damaligen Unabhängigkeitsbestrebungen leisteten die Briten eigentlich keinen großen Widerstand. Aber Chedi Jagan, der als Vertreter des modernen Guyanas gilt, hatte etwas an sich, das Washington zu einer Zeit, als der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt war, gar nicht in den Kram passte. Er war Kommunist. Aus diesem Grund boten die Vereinigten Staaten Forbes Burnham, dem Anführer der Afro-Guyaner, ihre Unterstützung an, was sich als fataler Fehler entpuppte. Dieser Anführer schürte schwere Rassenkonflikte zwischen den Afro-Guyanern und den Indo-Guyanern. Bei den Unruhen 1964 gab es 170 Tote und viele zerstörte Häuser. Infolgedessen zog die Bevölkerung in Gebiete, in denen ihre eigene Ethnie in der Mehrheit war, was zu einer tiefen sozialen Spaltung führte. Trotzdem verhalf die britische Kolonialmacht Burnham, an die Macht zu kommen. 1966 als Guyana unabhängig wurde, schaffte er es an die Führungsspitze des Landes. Anschließend beherrschten 3 Jahrzehnte lang die Afro-Guyaner das Land, aber es lief nicht so, wie der Westen es geplant hatte. Guyana wurde schließlich auch zu einer Art Mini-Kuba. Burnham machte sich daran, die wichtigsten Industrien des Landes zu verstaatlichen. Der Staat kontrollierte ganze 75% der Produktion, während Wahlen immer wieder von der Regierung manipuliert wurden. Und am Ende waren selbst Grundnahrungsmittel wie Käse und Weizenmehl nirgendwo mehr zu bekommen. Die vielen Beschränkungen und Maßnahmen, die unter dem Sozialismus von Präsident Burnham eingeführt wurden, führten in Guyana zu untragbaren Schulden und einem sehr langsamen Wachstum. Schrecklich verarmt und am Boden zerstört, musste Guyana den IWF um Hilfe bitten und begann erst nach Burnhams Tod, sich langsam zu einer Demokratie zu wandeln. 1992 wurden die ersten freien Wahlen abgehalten und der Sieger war ein altbekanntes Gesicht. Na, hat jemand eine Idee? Genau, Chedi Jagan. Seitdem ist die Politik Guyanas rassistisch gespalten in die Partei der Indo-Guyaner und die Partei der Afro-Guyaner. Und eines wissen wir ja alle, wenn sich die Wähler mehr um die Identität als um die Leistung ihrer Politiker kümmern, führt das nie zu etwas Gutem. Im Gegenteil, zunächst einmal verschärft sich der Rassenkonflikt sogar. In der Hauptstadt Georgetown und in anderen Städten, in denen die Afro-Guyaner in der Überzahl waren, wollte man nicht so recht glauben, dass der Landbevölkerungsanteil der Indo-Guyaner tatsächlich höher ist. Und da sie
bevölkerungstechnisch die Mehrheit bildeten, war der Sieg von Chaddy Jagans Anhängern natürlich für 2 Jahrzehnte garantiert. So kam es aber bei jeder Wahl zu schweren Unruhen und zu allem Übel verbesserten sich auch die allgemeinen Lebensbedingungen nicht wirklich. 23 Jahre lang plagten wirtschaftliche Stagnation, Korruption, Vetternwirtschaft, das Wachstum des organisierten Verbrechens und des Drogenhandels die indo-guyanische Regierung. War Guyana also zunächst eine kommunistische Diktatur gewesen, verwandelte es sich schließlich in eine miserable Sozialdemokratie. Und wieder einmal gab es Schlagzeilen, für die niemand verantwortlich sein wollte. Guyana, das sind Geisteskrankheiten, Hexerei und die höchste Selbstmordrate der Welt. Ihr seht schon, es sah nicht gerade rosig für Guyana aus. Aber aufgepasst, das Jahr 2015 brachte einen großen Wandel mit sich und wurde zu einer Art Schlüsseljahr für Guyana. Und das aus genau 2 Gründen. Erstens, weil ein politischer Wandel stattfand. Die Afro-Guyaner schafften es, mit einem knappen Sieg von nur 4.500 Stimmen die Macht wieder für sich zu gewinnen. Der Schlüssel zum Erfolg war jedoch ihre Koalition mit einer multirassischen Partei, die jenes Denken überwinden wollte, dass die Guyaner mehr als ein halbes Jahrhundert lang gespalten hatte. Zweitens war 2015 das Jahr, in dem man zum ersten Mal unter seinen Gewässern auf das schwarze Gold stieß. Die erste Erdölentdeckung, der viele weitere folgten und Guyana endgültig zu einem neuen Stern am globalen Ölindustriehimmel machten. Tatsächlich ist Guyana seit 2015 weltweit führend bei den Offshore-Entdeckungen. So machten diese 32% des gesamten konventionellen Erdöls aus, das in diesem Zeitraum weltweit gefunden wurde. Und wenn ein Land starke Institutionen hat, kann Öl natürlich sein Wachstum fördern, wie man am Beispiel Norwegens oder auch Kanadas sehen kann. Für Länder mit schwachen Institutionen wie Guyana kann es allerdings auch den Ruin bedeuten. Tatsächlich müssen sich die Guyaner nicht weit umsehen, um einen bestimmten Fall beobachten zu können, der ein Negativbeispiel par excellence darstellt und an dem man sieht, was passiert, wenn die Dinge gehörig in die Hose gehen. Westlich von Guyana liegt nämlich Venezuela. Hier finanziert das Öl ein korruptes Regime, das die Menschen immer stärker verarmen lässt. Dieses Thema jedoch werden wir in aller Ausführlichkeit auf unserem Schwesterkanal Visualökonomik analysieren. Wartet mal, ihr habt noch nichts von Visualökonomik gehört und ihn noch nicht abonniert? Dann müsst ihr dies unbedingt nachholen. Den Link dazu findet ihr hinter dem i und in der Beschreibung unter diesem Video. Denn Visualökonomik ist wirklich die perfekte Ergänzung zu Visualpolitik. Aber kommen wir zurück nach Guyana. Die Frage, die sich jetzt immer noch stellt, ist, welchem Schicksal ist Guyana denn nun schlussendlich geweiht? Nun, hört gut zu. Der Fluch der Rohstoffe. Die neue Regierung unter David Granger war dafür zuständig, die Bedingungen für die Gewinnbeteiligung Guyanas mit dem Erdölkonsortium unter Führung von ExxonMobil auszuhandeln. Und fast unmittelbar darauf brach der Streit aus. Die Nichtregierungsorganisation Global Witness beschuldigte die Regierung Grangers, einen schlechten Deal mit dem Konsortium abgeschlossen zu haben, das mehrere Bohrlöcher im Stabroek-Block ausbohren sollte. Wie ihr euch vorstellen könnt, war es dieselbe alte Geschichte. Die bösen Yankee-Ölfirmen nehmen den armen Menschen in Guyana ihren ganzen Reichtum weg. Laut dieser NGO könnte Guyana bei den Verhandlungen mit ExxonMobil bis zu 55 Milliarden Dollar an potenziellen Einnahmen verloren haben. Dieser Bericht hat der Regierung Granger jedoch nur deswegen geschadet, weil seine Berechnungen nach Meinung mehrerer Analysten nicht ausreichend begründet waren. Tatsächlich hat Rystad Energy, ein weiteres Beratungsunternehmen, ausgerechnet, dass der Anteil Guyanas eigentlich viel höher ist, nämlich 60%, womit dieser Deal mit ähnlichen Deals gleichziehen würde. Aber schlechte Deals und Ausbeutung ist nicht die einzige Gefahr, die dieser Ressourcenfluch mit sich bringen kann. Habt ihr schon mal was von der sogenannten holländischen Krankheit gehört? Das Phänomen der holländischen Krankheit ist nach dem benannt, was in den Niederlanden über die Bühne ging, nachdem in den 70er Jahren Gasfelder entdeckt wurden. Beim Verkauf von Rohstoffen auf den internationalen Märkten erhalten die Förderunternehmen US-Dollars. Da diese Unternehmen aber Steuern und Löhne in Landeswährung zahlen müssen, müssen sie diese einkaufen, was die Nachfrage nach dieser erhöht und den Wert der Währung steigen lässt. Eine plötzlich stärkere Landeswährung kann sich auf andere Unternehmen oder Branchen auswirken, die am Export beteiligt sind. Ihre Wettbewerbsfähigkeit wird dadurch regelrecht zerschmettert. Außerdem kann die Flut an neuem Geld dazu führen, dass die lokalen Preise stark ansteigen.
Ja, und genau so etwas könnte passieren, sollte das ganze Ölgeld plötzlich in die bereits angeschlagene Wirtschaft Guyanas fließen. Über das Thema holländische Krankheit haben wir bereits mehrere Videos gedreht und ich werde sie euch in der Beschreibung verlinken. Die Regierung Granger ist sich dieser Gefahren bewusst und hat deswegen einen Staatsfonds angelegt, den Natural Resources Fund, bei der New Yorker Federal Reserve. Laut guyanischem Gesetz fließen alle Öleinnahmen Guyanas zunächst in diesen Fonds. Und um diesen Reichtum für künftige Generationen zu bewahren, hat der Gesetzgeber Guyanas sehr starke restriktive Bedingungen festgelegt. So werden die Mittel der Regierung Guyanas im Laufe der Zeit immer nur schrittweise zur Verfügung gestellt. Aber das Problem ist natürlich, dass das Wissen um ein so großes potenzielles Vermögen sehr verlockend sein kann. Aber Granger entschied sich schließlich dagegen, sich auf Kosten zukünftiger Ölaufnahmen zu verschulden und damit die öffentlichen Ausgaben zu erhöhen. Er weigerte sich sogar, die versprochenen Einnahmen zu nutzen, um alte, noch offene Rechnungen zu begleichen. Und er traf dabei eine im Lande sehr umstrittene Entscheidung. Er beschloss, die verlustbringenden Zuckerplantagen zu schließen und Guisoco, das staatliche Zuckerproduktionsunternehmen, nicht zu retten. Dies führte jedoch zu starken Unruhen unter den Indo-Guyanern, die ganze 7000 Arbeitsplätze verloren. Das ist viel in einem Land mit 800.000 Einwohnern. Es wurde ein Misstrauensantrag gegen Granger eingebracht und plötzlich geschah das Unerwartete. Ein einzelner Abgeordneter der mit den Afro-Guyanern regierenden Koalition wurde das Zünglein an der Waage und er änderte sein Votum, brachte die Regierung zu Fall. Nun ja, manchmal hat eine Mannschaft das Glück, in der letzten Minute ein Tor zu schießen oder kurz vor dem Abpfiff einen Drei-Punkte-Wurf zu erzielen. Aber in der Politik wissen wir nur zu gut, dass es so etwas wie Glück nicht gibt. Und schon gar keine Zufälle. Denn die Tatsache, dass dieser eine Abgeordnete anschließend nach Kanada geflohen ist, sobald über den Misstrauensantrag abgestimmt wurde, lässt vermuten, dass doch etwas verdammt faul an der ganzen Sache war. Und alle Zweifel wurden anschließend zerstreut, als die neue indoguyanische Regierung diesem Abgeordneten eine Auszeichnung verlieh. Charandas Perso soll Hochkommissar von Guyana in Indien werden. Nun ja, die Regierung Granger war auch alles andere als perfekt. Tatsächlich dauerte es ganze 5 Monate, bis er das Wahlergebnis von 2020 anerkannt hatte und die Präsidentschaft an den Indo-Guyaner Irfan Ali abtrat. Fakt ist also, dass auch Granger dem Fluch der Ressourcen nicht entkommen konnte und die Macht verloren hat, auch wenn der Fluch in diesem Fall nicht wie üblich eintrat. Auf jeden Fall haben sich die Dinge seither nicht grundlegend verändert. Die Pläne für die Verwendung der Erlöse, die aus dem schwarzen Gold fließen, sind mehr oder weniger dieselben geblieben. Und eher einem klassischen Märchen entsprechend folgt nun die Gier der Nachbarländer. Natürliche Reichtümer zu finden, weckt auch immer das Interesse der Nachbarschaft. Und Guyana kennt das nur allzu gut. Tatsächlich blockierte es jahrzehntelang die Ölförderung in einem Seegebiet, das von Suriname beansprucht wird, bis ein internationales Schiedsverfahren 2007 den größten Teil des umstrittenen Gebiets Guyana zusprach. Aber wartet einen Moment, denn in diesen Tagen sieht sich Guyana einer neuen Bedrohung gegenüber. Guyana Essequibo war schon immer ein Territorium Venezuelas und Venezuela hat eine koloniale, imperiale Enteignung erlitten. Das sind Schulden des alten Kolonialismus, des alten Imperialismus, des alten, uralten und bereits untergegangenen britischen Empire. Und dieses Gebiet gehört uns, es gehört den Venezolanern und wir werden es zurückerobern. Die Entdeckung von Erdöl hat die Ansprüche Venezuelas auf das sogenannte Guyana Essequibo, das Gebiet westlich des Essequibo-Flusses, wiederbelebt. Und das entspricht nicht weniger als 2/3 des heutigen Guyana. Tja, das Problem für Maduro, den venezolanischen Präsidenten, ist, dass Venezuela 1889 die Grenze, so wie sie derzeit verläuft, akzeptierte, was damals durch ein Schiedsverfahren festgelegt wurde. Seit den 1960er Jahren stellt Venezuela jedoch immer wieder Ansprüche und versucht, Guyana wieder in das eigene Land einzugliedern. Vorerst hat Guyana diesen Fall dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vorgelegt und wird wahrscheinlich den gleichen Erfolg wie gegen Suriname erzielen. Ein Urteil wird bis 2023 erwartet. Dennoch gab es bereits mehrere Grenzzwischenfälle zwischen der venezolanischen Marine und Schiffen, die in guyanischen Gewässern schipperten. Es ist daher nicht überraschend, dass Guyana sowohl dem US-Giganten ExxonMobil als auch dem chinesischen Staatskonzern gute Konditionen angeboten hat, um sie in diesem Konflikt auf die eigene Seite zu ziehen. Alles deutet darauf hin, dass Guyana dank des Erdöls
Goodies, das von diesem Konsortium entdeckt worden ist, in den Genuss eines noch nie dagewesenen Reichtums kommen wird. Es kann ja nicht schaden, sowohl die USA als auch China als Freunde zu haben, nicht wahr? Guyana kann also zum Schlaraffenland werden. Die brennende Frage, die sich jetzt jedoch immer noch stellt, lautet, wie wird Guyana diesen enormen Reichtum nutzen? Und über wie viel Kohle reden wir hier eigentlich genau? Dann lasst uns mal nachsehen. Das Norwegen Südamerikas. Die entdeckten Ölreserven sind so groß, dass sie Guyana in den nächsten 20 Jahren rund 160 Milliarden Dollar einbringen könnten. Schaut euch mal an. Für ein Land, in dem mehr als 40% der 800.000 Einwohner in bitterer Armut von weniger als $5,50 pro Tag leben, wird das eine riesige Veränderung darstellen. Und wir reden hier nicht nur von rosaroten Luftschlössern. Allein im Jahr 2022 werden die staatlichen Einnahmen aus der Kohlenwasserstoffindustrie über 1 Milliarde Dollar betragen. Das sind bereits jetzt etwa 1.250 US-Dollar pro Kopf und fast 90% der regulären Einnahmen der Regierung in den vorherigen Jahren. Guyana wird in der Lage sein, seine Ziele zu verwirklichen und zu einem modernen und wohlhabenden Land zu werden. Ein Ziel ist es zum Beispiel, die Flüsse zu nutzen und ein Wasserkraftwerk zu bauen, das die Nation mit sauberer und stabiler Energie versorgen könnte. Der ideale Standort dafür ist seit 1976 bekannt und schon seit 1997 hat die Regierung von Guyana Pläne für den Bau des Kraftwerks. In all den Jahren fehlte jedoch eines. Die 840 Millionen Dollar, die der Bau des Amaila Falls Projekts kostet. Oder jemand, der das Geld für die Erschließung aufbringen kann und will. Aber jetzt wird dieses Problem zumindest theoretisch gesehen verschwinden. Guyana wird in der Lage sein, das Projekt zu finanzieren und außerdem wird die neu aufblühende und wachsende Wirtschaft des Landes eine Nachfrage nach Energie erzeugen, die das Projekt auch rentabel machen würde. Seltsamerweise hat sich das chinesische Unternehmen, das den Zuschlag für das Projekt erhalten hatte, jedoch gerade zurückgezogen. Damit verzögert sich die Inbetriebnahme vorerst bis mindestens 2027. Das ist ein ziemlicher Rückschlag für Guyana, aber Präsident Ali behauptet fest, dass sie das Projekt nicht aufgeben werden. Schaut es euch an. Norwegens Independent Review Committee hat bestätigt, dass dieses Projekt gut für Guyana ist, gut für die Umwelt und mehr Wohlstand bringt. Dieses Projekt wird also in Angriff genommen. Gerade aus diesen ganzen Gründen, die Ali da nennt, überrascht es, dass dieses Projekt nicht sofort in Angriff genommen wird, auch wenn es über die staatliche Elektrizitätsgesellschaft läuft. Letztendlich wird wohl alles eine Frage der Haushaltsdisziplin sein. Sollte hier die Regierung nicht versagen, wird es wohl nicht so schlimm kommen. Denn auf jeden Fall befinden sich eine 227 Kilometer lange Gaspipeline zur Küste und ein Erdgas-Kombikraftwerk in der Nähe von Georgetown bereits im Bau. Dafür zuständig ist ExxonMobil, das die Kosten von den Erlösen abziehen wird, die Guyana zufließen. Wie immer, wenn die Indo-Guyaner regieren, gibt es aber noch ein anderes schwarzes Loch, in dem Geld versinkt. Seit ihrem Amtsantritt im August 2020 hat die Regierung von Irfan Ali das staatliche Zuckerunternehmen Huizuco, das Schwierigkeiten hat, überhaupt Gehälter zu zahlen, mit einer Reihe saftiger Kapitalspritzen versorgt. Es gibt eine Reihe von Initiativen, die verlustbringende Fabriken wieder öffnen wollen, nur weil sie Beschäftigungsnischen für Indo-Guyaner darstellen. Allein in den letzten 2 Jahren wurden Huizuco öffentliche Hilfen in Höhe von rund 30 Milliarden guyanischen Dollar gewährt, was in der Summe Subventionen von etwa 140 Millionen Dollar entspricht. Bei der zu erwartenden Geldflut sind das natürlich nur Brotkrümel, denn was feststeht ist, dass sich Guyana in den nächsten Jahren stark verändern wird, mit neuen Straßen, Häfen, Schulen, Krankenhäusern und so weiter. Tatsächlich ist Guyana zu der am schnellsten wachsenden Wirtschaft der Welt avanciert. Wir sprechen von sagenhaften 44% im Jahr 2020, von 20% im Jahr 2021 und bis Ende 2022 erwartet die Regierung ein Wachstum von, haltet euch fest, 48%. Und selbst wenn wir das Öl aus der Gleichung herausnehmen, erreicht das Wachstum fast 8%. Die Dinge laufen besser als je zuvor, in jeglicher Hinsicht. Die Regierung arbeitet mit Mount Sinai und der Hess Corporation zusammen, um das Gesundheitswesen in Guyana zu verbessern. Die Hess Corporation, einer der 3 Ölkonzerne Guyanas, ist ein wichtiger Sponsor für das New Yorker Mount Sinai Hospital, eines der renommiertesten Krankenhäuser der Welt, und hat die Organisation maßgeblich an der Modernisierung des Gesundheitswesens in Guyana beteiligt. Eine weitere positive Nachricht, die von dem genannten Ölkonzern ausgeht, ist die förderliche und treibende Wirkung, die seine Tätigkeit auf die Industrie Guyanas hat. Es ist wahr, dass die Industrie viel größer sein könnte, denn es gibt Bereiche, welche die kleinen lokalen Unternehmen nicht erreichen können, denn im Land mangelt es bisher an der Schwerindustrie. Aber genau da ist etwas im Busch.
Aufgepasst! Guyanische Zulieferer profitieren von ExxonMobils 540 Millionen Dollar Ausgaben. Angesichts der Gesamtausgaben von ExxonMobil für dieses Projekt erscheinen 540 Millionen Dollar als keine beträchtliche Summe. Aber im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt Guyanas im Jahr 2021, das 6,5 Milliarden Dollar betrug, ist das gar nicht mal so schlecht. Außerdem versetzt der Erfolg von ExxonMobil in Guyana das Land in eine bessere Position, um mit zukünftigen Investoren günstigere Bedingungen auszuhandeln. Fakt ist nämlich, niemand, absolut gar niemand, zweifelt mehr am Potenzial der Ölfelder Guyanas. Einen kleinen Haken gibt es aber an der ganzen Sache noch. Die Attraktivität des Landes für Investoren wird stark von seiner Fähigkeit abhängen, Rechtssicherheit zu bieten. Und das erfordert politische Stabilität. Wenn das gelingt, sieht es sehr rosig für Guyana aus und es könnte sich zu einem Monaco Lateinamerikas wandeln. Aber jetzt seid ihr an der Reihe. Welche Zukunft sagt ihr Guyana voraus? Was sollte das Land eurer Meinung nach mit dem Ölgeld machen? Wie immer sind wir auf eure angeregte Diskussion zu diesem Thema schon mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht auch etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und vergesst nicht das Abo unbedingt mit Glöckchen, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, wenn es uns hilft, dieses Projekt weiterzuführen. Den PayPal-Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Macht's gut und bis bald!